Sofort auf damit! Wer sagt's denn? Geht doch! Bin ich gut oder bin ich gut? Ich mach dich fertig! Am besten, du hältst dich da raus. Bleib stehen! Ich stehe auf diese ganze Scheiße! Hör bloß auf mit der Scheiße! Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Au! Bleib stehen! Es war ein Fehler, dich mit mir anzulegen. Warte hier. Ich halte hier die Stellung. Warte hier. Sicher. So nicht. Warte hier. Sicher? Hier. Ich bring dich weg. Gut. Hey, hör auf, mich zu schlagen!
Wer sagt's denn? Geht doch! Am besten du erledigst das selbst. Warte, sicher. Ist das dein Ernst? Abgebrochen. Jetzt wirst du bluten! Das bringt nichts. Jetzt wirst du bluten! Das hat uns gerade noch gefehlt. Das hier ist die Höhle vom Banditenboss Ortega. Ich kann es förmlich riechen. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Ich mach dich fertig! Nein. Das bringt nichts. So nicht. Ist das dein Ernst? Dir werde ich helfen! Bleib stehen!
nicht hören. Klar, warum nicht? Kann dir doch egal sein. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Gut. Gut so. Gut. Gut. Gut so. Bring mir bei, schwere Schlösser zu knacken. Verstehe, du willst an die wirklich wertvollen Sachen. Halte den Dietrich nur mit den Fingerspitzen, dann hast du mehr Gefühl. Am Geräusch kannst du erkennen, ob du den Schließmechanismus in die richtige Richtung drückst. Zeig mir deine Ware. Abgebrochen. Ich brauche einen Dietrich. Ach. Klar, warum nicht? Zeig mir deine Ware. Kann dir doch egal sein. Am besten du erledigst das selbst. Du solltest meinen Rat annehmen. Als wenn das so einfach wäre. Ich werde einfach abwarten. Am besten du hältst dich daraus. Zeig mir deine Ware. Abgebrochen. 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 Abgebrochen.
Das hat uns gerade noch gefehlt. Klar, warum nicht? Du solltest meinen Rat annehmen. Abgebrochen. Werden sie dich dazu zwingen. Hör sofort auf damit! Bleib stehen! Krieg ich dich doch noch. Oh. Jetzt bist du dran. Oh. Ah. Oh. Du wagst es, mich zu schlagen? Komm mit. Los geht's! Du wagst es, mich zu schlagen? Oh. Jetzt bist du dran! Oh!
annehmen. Ich denke darüber nach. Damit aufhören! Es war ein Fehler, dich mit mir anzulegen. Hier. Warte. Ich halte hier die Stellung. Ich bring... Gut. Warte. Sicher. Komm mit. Dann wollen wir mal. Ich reiß dir den Kopf ab. Hey, hör auf, mich zu schlagen! Krieg ich dich doch noch! Hab ich dich! Warte hier. Ich halte hier die Stellung.
trotzdem geht das so nicht weiter. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Hör bloß auf mit der Scheiße. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Wenn er so weitermacht, wird das niemals. Ha, ich reiß dir den Kopf ab! Bleib stehen! Du solltest meinen Rat annehmen. Ich reiß dir den Kopf ab! Bleib stehen! Krieg ich dich doch noch! Da! Was ist denn? Der Banditenboss Ortega ist tot. Tatsächlich? Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Die Orks sind schon schlimm genug, da brauchen wir nicht auch noch Banditen. Ich besorgte dein Lampenöl zurück. Ja, schüre nicht noch die Hoffnungen eines verzweifelten Mannes. Aber wenn du sie wirklich findest, sollte es nicht dein Schaden sein. Hier hast du dein Lampenöl. Wirklich? Danke, Fremder. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm dies als Dank für deine selbstlose Tat. Ich werde sofort nach Ardea aufbrechen, bevor mir mein Öl wieder gestohlen wird. Zeig mir deine Ware. Du Dieb! Na warte! Du hast den Banditen Ortega erledigt. Das war eine große Leistung. Dafür bekommst du von mir noch extra Gold. Sind die Orks zufrieden mit mir? Du hast es geschafft. Du bist für die Orks kein Unbekannter mehr. Jetzt kannst du dich frei in der Stadt bewegen. Geh gleich zu Uruk. Er will mit dir sprechen. Halt! Keinen Schritt weiter! Kann ich mit Uruk sprechen? Du kannst reingehen. Uruk erwartet dich, Mora. Ich hoffe, du hast einen guten Grund, mich zu wecken, Mora. Und Innos sprach zu dem ewigen Wanderer, leg deinen Stab beiseite. Und an seiner Statt gab ihm Innos das Zepter. Und der ewige Wanderer wurde sein Diener. Du bist also der Mora, der sich um die Stadt verdient gemacht hat. Meine Krieger reden über dich. Ich hoffe nur Gutes. Sie respektieren dich. Das reicht mir. Du bist schwer zu erreichen. Wir Anführer der Orks geben uns nicht mit jedem beliebigen Mora ab. Wir haben wichtige Aufgaben für unser Volk zu erledigen.
Da bleibt keine Zeit für Angelegenheiten der Sklaven. Dafür haben wir unsere Söldner. Was kannst du mir über Xardas erzählen? Der erste Angriff auf Faring war schon verloren, als er zu uns kam. Doch dann hat er den Morras ihre Runenmagie genommen. Unser zweiter Angriff auf Faring hat die Burg dann in ein Schlachthaus verwandelt. Erzähl mir mehr über dieses Faring. Faring ist eine hohe Bergfestung am Pass zu Nordmar in der Nähe eurer Hauptstadt Vengard. Unsere stärksten Krieger sind dort stationiert. Für jemanden wie dich lohnt sich die Reise nach Faring nur, wenn du ein bekannter Gladiator bist. Was genau ist deine Aufgabe? Ich suche nach einem Weg, die Rebellen in der Küstenregion auszuräuchern. Sie sind überall, selbst in dieser Stadt. Ich habe es bisher nicht geschafft, ihren Unterschlupf zu finden. Die Sklaven nennen es Redok. Ich nenne es Rattennest. Was hast du unternommen, um Redok zu finden? Meine Patrouillen durchstreifen Tag und Nacht die Küstenregion. Ich habe sogar einen Paladin gefangen genommen und verhöre ihn jeden Tag. Bisher ohne Erfolg. Er hat immer noch nicht geredet. Ich will mit dem gefangenen Paladin reden. Er ist oben, im Leuchtturm. Mach mit ihm, was du willst. Ich bekomme kein Wort mehr aus ihm heraus. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Keinen Schritt weiter. Man muss eben auf. Lass mich vorbei. Du kannst reingehen. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Das hätte ich dir vorher sagen können. Glaubst du wirklich? Der letzte Scheiß. Wirklich ist alles. Mann. Oh nein, nicht schon wieder, bitte. Du bist gar kein Ork. Wie bist du hier reingekommen? Wer bist du? Mein Name ist Wenzel. Ich bin Paladin und komme aus Montera. Habe dort gegen die Orks gekämpft. Das gibt doch nur wieder Ärger. Ich habe deinen Kelch gerettet. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Der Kelch muss zu den Feuermagiern. Es ist ein Feuerkelch. Sehr selten und äußerst wertvoll. Mehr weiß ich leider auch nicht über das Ding. Warum bist du Gefangener und kein Sklave? Einer ihrer Sklavenjäger hat mich hierher verschleppt und mich an die Orks verkauft. Seitdem kommen die Orks jeden Tag zu mir und verhören mich. Ich soll ihnen verraten, wo sich das Rebellenlager Redok befindet. Was weißt du über Redok? Redok ist hier an der Küste der einzige Zufluchtsort für uns Rebellen. Ich werde eher sterben, als jemanden zu verraten, wo sich meine Brüder versteckt halten. Wo gibt es noch Rebellen außer in Redok? Sie sind überall. Im ganzen Land gibt es Gruppen, die sich den Orks entgegenstellen. Sie verstecken sich im Wald, in Höhlen oder in den Klippen. Die Orks werden sie niemals alle finden. Wir werden erst ruhen, wenn unser Königreich wieder frei ist. Was ist in Montera passiert? Eines Morgens, kurz bevor die Sonne aufging, hatten die Orks die Stadt umstellt. Das war dann das Aus. Fast die Hälfte von uns fanden den Tod. Alle anderen wurden versklavt. Wo liegt dieses Montera? Im Norden. Du musst das Gebirge, das die Küste vom Inland trennt, überqueren, um dorthin zu gelangen. Leuten verschwinden immer mehr wertvolle Dinge. Ich wette, du bist dafür verantwortlich. Bist du wirklich? Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach hier keinen Ärger, klar? Wenn das so weitergeht,
werden wir dich für die Sache verantwortlich machen.